Was ist ein Raider? Also ich glaube, ein Raider ist einfach der, der was nicht unbedingt auf sich selber denkt, sondern im Prinzip an der Liebe zum Spiel willig ist, alles zu geben. Im Prinzip seine ganze Zeit zu opfern, Schweiß, Blut, alles was man hat und einfach nie aufgeben. Also ein selbstloser Krieger im Prinzip. Der Jubel war grenzenlos, als am 23. Juni 2011 die Austrian Bowl von den Swako Raiders Tirol in Empfang genommen wurde. Es war nicht nur die dritte Austrian Bowl der Vereinsgeschichte, die bejubelt wurde, denn 5 Tage zuvor hatten die Raiders bereits die European Bowl gegen den Titelverteidiger, die Berlin Adler, geholt. Auch dieser Titel wurde zum 3. Mal gewonnen, aber noch nie beide im selben Jahr. Noch nie war man derart unbestritten die Nummer 1 in Europa. Der Weg dorthin war mit viel Arbeit und Herzblut, aber auch Dreck, Verletzungen, kleinen Rückschlägen und Triumphen verbunden. Eine Reise über 20 Jahre, die American Football in Europa für immer prägen werden. Ja, und angefangen hat alles mit einem Fußballspiel. Ja, bin ich mit 2 Freunden damals nach Zierl zu einem, keine Ahnung, irgendeiner ganz untere Liga-Spiel gewesen und sitze so im Gras und schaue dem Spiel zu und denke mir, na, was geht denn da jetzt ab? Das kann es jetzt nicht sein, so ganz ohne Football in Tirol. Und angefangen habe ich eigentlich mit einem handkolorierten Poster und habe darunter eigentlich nur hingeschrieben gehabt, neu gegründetes American Football Team sucht Spieler. Meine Telefonnummer dazu und ich glaube vom Andy Bachlechner damals auch noch. Natürlich war das kein Mobil, sondern eine fixe Nummer. Ja, und das erste Training war dann am 15. September 92 und 23 Leute beim Training und das war der Start. Ja, ganz vom Start weg war ich eigentlich gar nicht dabei, weil ich erst beim zweiten Training dazugekommen bin. Damals bin ich als blutjunger Student mit der Stirnlampe mit dem Fahrradl auf der Bundesstraße nach Zierl hinausgefahren zu meinem ersten Training, welches das zweite Training der Raiders war. Und ja, das war ein Haufen von Football-Greenhorns, von Idealisten mit einem großen Herz und einer großen Vision. Und die es dann in weniger als 20 Jahren geschafft haben, aus diesem Haufen Greenhorns Europas Nummer 1 zu machen. 1993 sind die Raiders West, wie sie ursprünglich hießen, in die Division 2 eingestiegen und haben diese auch souverän gewonnen. Doch mit dem Aufstieg in die Division 1 begann der wahre Kampf um die Schweinehaut und man ging mit 1:5 Siegen unter. Wobei der einzige Sieg gegen die St. Pölten Invaders mit 8:7 denkbar knapp ausfiel. Trotzdem hatten die Raiders West bereits damals einigen medialen Wind gemacht. Jetzt zum Sport, und zwar zu einer Sportart, die es zwar in Tirol schon seit 10 Jahren gibt, die aber immer noch sehr exotisch klingt, und zwar American Football. Näheres darüber jetzt von Manfred Gabrieli. Die Pioniere waren den Anfang gemacht, haben die Champion Eagles, nun sind Tirols Vertreter die Papa Joe's Raiders. Seit einem Jahr spielen sie Meisterschaft, sie schafften auf Anhieb den Aufstieg in die zweite Division, wo sie allerdings ihre ersten 3 Spiele verloren. Who are the best? Raiders West! Who are the best? Raiders West! Who are the best? Raiders Joe's! Raiders West! Yeah! Fußball stumpft ziemlich ab jetzt langsam und die ganzen Computerkids, die gehen auch schon mehr in die frische Luft und denken sich, ja Gott, sie brauchen irgendwelche Innovationen, irgendwelche neue Sportarten, sei es Baseball, sei es Football, sei es Basketball, also wie es jetzt auch das Street-Basketball gibt. Und da glaube ich, dass wir vielleicht in eine Lücke reinschlagen könnten, wo wir auch unseren Nutzen draus ziehen. Schon früh war den Raiders klar, dass nur eine gute Nachwuchsarbeit den Verein sportlich und als Organisation nach vorne bringen würden. Und während die Kampfmannschaft auch 1995 abermals unter die Räder kam, konnte die Jugendmannschaft bereits den Vizemeistertitel einfahren. 1995 kam auch ein junger Spieler zum Verein, von dem man noch öfter hören sollte. Fußball hat im Prinzip jeder gespielt und das hat mich nachher nicht so interessiert, deswegen habe ich mir gedacht, fange ich doch was an.
was anders ist. Und zu dem Zeitpunkt ist auf Eurosport, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber auf alle Fälle ist auf Eurosport noch Football gelaufen mit den Dallas Cowboys, die waren damals eben sehr, sehr stark. Und dann habe ich mir zusammen mit dem Emanuel Marksteiner in der Hauptschule damals überlegt, ob wir nicht anfangen wollen, Football zu spielen. Und bei mir war es eben so, wo wir begonnen haben, hat es im Prinzip keine Minis, Super Minis, Schüler, Jugend gegeben. Das Einzige, was es gegeben hat, waren Junioren. Aber für die war ich eben zu klein. Das heißt, man hat anfangs, wo ich das erste Mal im Training war, hat man gar keine Ausrüstung für mich, für meine Größe eben organisieren können. Die Raiders steigerten sich auf allen Ebenen und Altersklassen und waren 1997 in der Division 1, der zweithöchsten Spielklasse, nicht nur mehr Prügelknabe, sondern sie kämpften auch gegen die Erzrivalen, die Salzburg Bulls, die sie vor kurzem noch 94-0 vernichtet hatten um den Sieg. Die sportliche Entwicklung war wirklich eine kometenhafte. Ich meine, es hat da so kleinere Meilensteine gegeben und einen ganz großen Meilenstein. Also einer der wichtigen Eckpunkte war 1997, wo wir es als sozusagen Aufsteiger aus der zweiten Liga und wir haben uns ein bisschen in der ersten Division Fuß gefasst, haben es das erste Mal geschafft, in einem Halbfinale die großen Salzburg Bulls, die früher schon Staatsmeister waren und die von der ersten, von der Bundesliga runterkommen sind, haben im Halbfinale bis in die Overtime gezwungen und gedrängt und es war wirklich ein Messerschneid und haben es dann halt ganz, ganz knapp verloren. Aber da haben wir das erste Mal gemerkt, wir als kleiner Verein, wir schaffen uns eben mit einem ehemaligen Bundesligisten sozusagen wirklich auf Augenhöhe zu spielen. Es war 1998, als die AFL, quasi die Bundesliga des American Football, aufstockt. Und die Raiders wurden aufgrund ihrer Leistungen bereits in ihrer sechsten Saison in diese Spielklasse aufgenommen. Zwei besonders herausragende Spieler in dieser Zeit waren Günter Kranepitter, der als Running Back bis 2002 spielte, und auch Daniel Dieblinger. Ja, meine sportliche Karriere war natürlich sehr abwechslungsreich, weil eben in den Anfangszeiten, in den Anfangsjahren hat man viele Spieler auf verschiedensten Positionen gebraucht und auch einsetzen müssen. Man hat viel spielen können und müssen und ich habe, glaube ich, in meiner gesamten Karriere außer Offense Line, für das war ich einfach nicht stark genug, habe ich fast jede Position zumindest einmal gespielt. Die ersten beiden Jahre in der AFL waren brutal. Drei Siege standen 9 Niederlagen gegenüber. Der Verein musste sich bewegen. Es wurde erstmals ein Legionär geholt und auch Coaching-Know-how aus den USA wurde eingeflogen. Und kurz darauf waren die sensationellen Erfolge sichtbar. Die Arbeit im Nachwuchs und die Organisation trugen Früchte. In einem spannenden Endspiel auf der Hohen Warte in Wien besiegten die Vikings die Tyrolean Raiders mit 34-28. Der hohe Favorit aus Wien tut sich zunächst lange schwer gegen perfekt eingestellte Innsbrucker. Hier ein schöner Punktegewinn für die Tyrolean Raiders durch einen Touchdown von Scott Carlson. Die Papa Joe's Raiders hatten diese Austrian Bowl verloren. Und sie sollten auch in den folgenden Jahren zwar oben mitspielen, aber ohne Titel bleiben. Wir haben einfach, ich sage jetzt einmal, von Anfang an immer professionell gearbeitet. Professionell im Sinne von akribisch genau, über ich sage jetzt einmal, pünktlich, zuverlässig, mit ganzem Herz dabei. Und am Ende des Tages, sage ich jetzt immer, gewinnt das Gute. Ja, und wir haben immer alles gegeben und die Belohnung muss einfach, sage ich jetzt mal, dann auch etwas Gutes sein. Die Belohnung dafür war der Einzug in zwei Finale im Jahr 2004. Am 25. Juni empfingen die Papa Joe's Raiders die PR Knights aus London im Finale des EFAF Cups. Wieder Laufspiel, wieder Flyer rein und Touchdown Nummer 2. Leistungsträger bei den Raiders waren mittlerweile Spieler aus dem Nachwuchsprogramm, wie Florian Grein und Mario Rinner, die zu dieser Zeit sogar in NFL Europe Camps eingeladen worden waren. Auf Rozier und der erste Passing-Touchdown der Raiders. Das Spiel wurde souverän mit 45-0 gewonnen. Die Papa Joe's Tyrolean Raiders waren der erste Club aus Tirol, der einen Europacup gewonnen hat. Das ist ein Riesentraum, geht in Erfüllung. Es ist mein erster Goldener, den ich mit den Raiders seit 9 Jahren verdiene als Spieler. Ich bin überglücklich. Wir haben heute eine super Defense gespielt. Wir haben uns super auf sie vorbereitet. Wir haben vom letzten Jahr sehr viel gelernt, vom EFAF Cup. Fehler, was wir letztes Jahr gemacht haben, haben wir probiert, heuer in der ganzen Saison zu vermeiden. Wir haben gesagt in der EFAF Cup, dass wir ready sein für die Liga und dass wir uns den Titel wirklich verdient haben. Die Raiders hatten es aber auch in die Austrian Bowl geschafft.
Gegner waren abermals die Vikings aus Wien, gegen die man noch nie gewonnen hatte. Die Offense der Raiders setzte die Vikings unter Druck. Passversuch Baffam und auf Benjamin Dipplinger. Bei seinem letzten Spiel Benjamin Dipplinger hat natürlich etwas Speed verloren. Vor einem Jahr, glaube ich, hätte er es noch in die Endzone geschafft. Jetzt kommt er immerhin etwa zur 7-Yard-Linie, ein Riesenspielzug. Quarterback und Head Coach war in diesem Jahr ein gewisser Jeff Baffam, der viel zum sportlichen Aufstieg der Raiders zu jener Zeit beigetragen hatte. Aber auch die Defense, angeführt von Mario Rinna, der die erste Interception der gesamten Saison des Wiener Quarterbacks abfing, machte Druck. Jetzt läuft die Uhr raus, das letzte Niederknien ist absolviert und die Papa Joe's Tyrolean Raiders holen sich zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Austrian Bowl. Besiegen den Euro Bowl Champion, die Chrysler Vikings, sensationell mit 28-20. Und zwar zu Recht. Es ist der größte Tag in meinem Footballleben, der größte Tag im Raiders Footballleben. Wir haben 12 Jahre lang knallhart, beinhart auf diesen Sieg hingearbeitet. Im Nachhinein war es einfach durch das, dass man so jahrelang hinterhergegangen ist. Jahrelang, man hat in der Division 2 die Salzburg Bulls als Erzrivalen gehabt. Danach ist man aufgestiegen, ohne dass man die Salzburg Bulls jemals besiegt hat. Und dann ist es weitergegangen mit Vikings und Giants, wo man immer eine auf die Mütze gekriegt hat, die ganze Zeit. Und 2004 eben auch in der Saison auf die Mütze gekriegt hat. Und dann am Finaltag, wo es um alles gegangen ist, wo sie eine Woche davor den Euro Bowl gewonnen haben, ich glaube erstmalig in ihrer Geschichte, und dann haben wir das im Prinzip zunichte gemacht, den Erfolg, weil wir sie im Austrian Bowl geschlagen haben. Also das war schon sehr, sehr cool. Und es war halt immer so eine Herausforderung, egal ob man nach Wien gefahren ist oder nach Graz oder nach Salzburg. Man ist ein Tiroler, man ist immer von jedem abgestempelt worden, weil man weiß, dass da ist jeder, sagt ganz Land, was wollen denn die schon erreichen? Und ich glaube, das war das mal wirklich in der Football-Geschichte eine brutal herbe Niederlage, wo auf einmal so ein kleines Team aus Innsbruck nach Salzburg fährt und da den König des Footballs stürzt. Die Raiders hatten einen weiteren großen Schritt gemacht. Doch es folgte eine Zäsur. Die Zusammenarbeit mit dem langjährigen Sponsor Papa Joe's wurde beendet und die Swarco Raiders wurden geboren. Ich meine, es ist kein Zufall, warum wir hier stehen, sozusagen vor dem Gebäude des ehemaligen Papa Joe's. Das Papa Joe's hat für die Raiders sicher eine grundlegende Bedeutung, weil die praktisch den ersten Meilenstein in Sachen Sponsoring gesetzt haben, als sie zum Namenssponsor wurden. Weil rein sportlich mit Nachwuchsarbeit etc. kommt man nur bis an einen bestimmten Punkt. Wenn man ganz, ganz oben längerfristig mitspielen will, muss man einfach finanzielle Dinge machen, die dann nicht einen ausbremsen. Ja, man muss eben fähig sein, einen Quarterback nachzuholen, sollte man mal einen, die Regeln es erlauben, sollte man einen brauchen, sollte man eine Reise finanzieren für den Nachwuchs, sollte man neue Trikots, wenn die einfach nötig sind. So diese Dinge sollten nicht ein Problem darstellen, sollte man einen Trainerstab finanzieren können, der eben auch qualitativ so gut ist, dass man eben auch in Europa mitspielen kann. Und das sind alles Faktoren, die einen Hauptsponsor eben garantieren kann. Und wenn der natürlich so treu ist wie die Swarco AG, dann ist natürlich das für uns immens wichtig. Also es ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor in allem, was wir machen hier. Auch als Swarco Raiders blieb der Verein erfolgreich. Als Ziel hatte man sich neben der Austrian Bowl mittlerweile die Euro Bowl in den Kopf gesetzt. Man wollte mit den großen Europas mitspielen. Doch man scheiterte auf internationaler Ebene zu diesem Zeitpunkt in den großen Spielen. Als Entschädigung gab es eine Austrian Bowl, wieder einmal gegen die Vikings. Jetzt schauen wir mal, ob auch die Offense gefestigt ist. Adrian Kellmann mit einem Trickspielzug auf Jakob Dipplinger, sensationell gemacht, der ist ja da seelenalleine gestanden. Wartet Chris Rozier, der den Ball aufnimmt und zu einem Returner ansetzt. Bis jetzt schaut das sehr gut aus. Chris Rozier lässt hier 2-3 Leute stehen. Chris Rozier bereits an der 30-Yard-Linie, an der 20. Und Touchdown! Ja, gibt's denn das? Großer Spielzug von Chris Rozier. Keine Flaggen, Touchdown zählt. Und Jeff Baffin kassiert erneut eine Gatorade-Dusche, nachdem er die Swarco Raiders Tirol zum zweiten Mal zur Austrian Bowl geführt hatte.
Es war zu dieser Zeit, als Präsidentin Elisabeth Swarovski ein sensationeller Coup glückt. Sie hatte eine Kooperation mit den Oakland Raiders, dem großen Vorbild aus der NFL, erreicht. Vorerst waren es Online-Berichte, die es auf Raiders.com schafften. Mittlerweile schicken die Swaco Raiders jährlich Coaches zum Trainingscamp nach Oakland. Für mich, als auch jemand, der für die NFL gearbeitet hat, natürlich schon ein unglaublicher Meilenstein im europäischen Football, und man kann das gar nicht hoch genug bewerten. Wer die NFL genau kennt, und das habe ich schon vorher schon ein paar Mal gesagt, der kann sich gar nicht vorstellen, wie schwer es ist, überhaupt mit den Leuten zu reden, die am Steuer sind in der NFL. Und wir sind aber auch eine klasse Organisation, man kann es mit uns machen. Das ist ja auch immer die Sache, ob man sich dafür qualifiziert, weil die NFL ist professionell, und wenn man nicht professionell sich darstellt, dann hat man Probleme, überhaupt einen Fuß in die Tür zu bekommen. Und da muss man eben auch einfach dem Management und der Präsidentin besonders ein Lob aussprechen, weil ohne Elisabeth Swarovski geht da gar nichts. Das ist die professionelle Art und Weise, die sie an den Tag legt in ihrem normalen Business, also höchst erfolgreiche Firma, die Swarco AG. Und dann braucht man sich nicht drüber wundern, dass man dann noch Türen bis in die NFL geöffnet bekommt. Ja, das sind eben professionelle Menschen, die hier ein Heim gefunden haben und uns unterstützen. 2008 war es soweit. Endlich hatte man die Euro Bowl erreicht und durfte diese auch im Tivoli austragen. Der Gegner, die Vikings, die von 2004 bis 2007 viermal in Folge diese Football Champions League gewonnen hatten. Die Offense mit Quarterback Marco Glavich und dem späteren MVP Florian Grein sorgte für 28 Punkte. Die Defense hatte mit Clinton Graham alle Hände voll zu tun, aber am Ende stand ein 28-24 am Scoreboard. Die Swarco Raiders hatten es geschafft und die Euro Bowl nach Innsbruck geholt. Jeff Buffam coachte sein letztes Spiel in Innsbruck und hatte dieses Ziel endlich erreicht. Im folgenden Jahr übernahm Santos Carrillo das Commanders Head Coach. Er übernahm eine Generation an Spielern, die praktisch alles gewonnen hatte. Auch er erreichte die Euro Bowl. Diesmal stand wieder Flash aus Paris am Programm. Die Defense der Raiders war eine Macht im europäischen Football geworden. Und obwohl mit Matt Epperson und Manuel Marksteiner zwei Leistungsträger verletzt ausscheiden mussten, führte Quarterback Jason Johnson die Swarco Raiders zu einem ungefährdeten 30-19 Sieg. Dank einer Defense, die insgesamt nur 3 Rushing Yards zuließ. MVP wurde ebenfalls und zum zweiten Mal in Folge Florian Grein mit 182 Yards Raumgewinn. Die Raiders blieben das Maß aller Dinge im American Football in Europa. Als Carrillo im darauffolgenden Jahr mit der Entwicklung des Teams strauchelte, kam es zu einem erneuten Wechsel in der sportlichen Leitung. Die Swarco Raiders holten den NFL-erfahrenen Erfolgscoach Juan Fatah nach Tirol, der mit großen Ambitionen an den Start ging. Wir bringen ja ein Programm, Strukturen, die wir seit Jahren machen, und auch zu sehen, wie die funktionieren. Funktionieren die hier überhaupt? Das sind so Dinge, die uns reizen, die mich reizen. Und dann werden wir hier viele Footballspiele gewinnen. Und dann werden wir eventuell auch den Austrian Bowl gewinnen. Und das große Ziel musste Double sein. Also mein Verständnis ist, dass das ist, worauf Innsbruck wartet, dass wir ein Double holen. Gut, dann werden wir das probieren. Und Fatah machte seine Versprechungen wahr und führte die Swarco Raiders im 19. Jahr ihres Bestehens zum Double. Er besiegte in der Euro Bowl das Team, das er zuvor mit aufgebaut hatte, die Berlin Adler, vor einer Rekordkulisse von über 8000 Footballfans im Innsbrucker Tivoli. Zeit zum Verschnaufen gab es aber wenig. Nur 5 Tage später stand die Austrian Bowl in Wien am Programm. Zum 6. Mal seit dem Jahr 2000 lautete die Paarung Swarco Raiders Tirol gegen Vikings aus Wien. Aus Sicht der Raiders kam es zu einem interessanten Moment in dieser Begegnung. Sie sehen hier Benny Leier, Gründungsmitglied der Raiders West, mit einem jungen Flo Grein im Bild. In dieser Austrian Bowl musste Benny Leier, der mittlerweile Referee geworden ist, ausgerechnet seinen ehemaligen Schützling Flo Grein ejecten. Person out. That is it. Attacking official. Player is ejected.
Man kann sich nur vorstellen, wie schwer ihm diese Entscheidung gefallen ist, die im Übrigen richtig war. Die Raiders mussten nun, um ihre Chance, das Double zu holen, nochmals härter fighten. Head Coach Juan Fortar sah es etwas gelassener. Es gibt ja die Anekdote, dass wir schmunzelten, als Flo dann runterging und alle um uns herum dann wirklich so durch die Haare rauften und Lee und meiner einer, wir schauten uns an und wir wussten, dass wir den besten US-Runningback jetzt aufs Feld stellen, der in Europa rumrennt. Und in der Tat spielte Terry Bryce anstelle von Florian Greyn großartig auf und wurde MVP. Doch das Spiel endgültig entschied ein harter Kick von Christian Kellner, der zum Endstand von 23-13 kickte. Nach beinahe zwei Jahrzehnten war das Double endlich in Innsbruck. Eine Organisation, die 1992 mit 23 verrückten Freaks begonnen hatte, war am vorläufigen Höhepunkt angekommen. Das Double war geholt und eine weitere Generation Spieler ging in den Sportruhestand. Unter anderem auch Andreas Pröller. 2002 wollte ich mich verabschieden, mit Gold habe ich nicht geschafft. Aber heute ist die Zeit gekommen. Ich möchte euch allen danken für die beste Zeit meines Lebens. Man wird aufgenommen, jeder gibt einen Rückhalt, man kann mit jedem Problem kommen und es wird darüber geredet, aber mit Maß und Ziel und man verliert aber trotzdem nie das Wesentliche und es ist einfach das gemeinsame Leben, Sachen zu erleben, zusammen zu gewinnen, zusammen zu verlieren und das alles, glaube ich, macht das Ganze sehr interessant und lebenswert. Es wird im Football nie was geschenkt, alles was passiert, dafür arbeitet man und dafür, das nimmt man sich. Das ist einfach so. Man fragt nicht, man geht nicht nach Wien auf die Halle warten und fragt, oh, darf man heute mal Sieger sein, sondern man geht dorthin und man gewinnt, weil man es jetzt nimmt und weil man es am Ende des Tages nachher verdient hat, das zu nehmen. Und so, wie ein Raider einfach ein Freibeiter ist auf hoher See, habe ich das immer so gesehen, die Raiders in Tirol, die, egal wie krank sie sind, die fahren einfach hin und fragen nicht und nehmen es einfach.